Ich nehme Sie mit auf eine kurze Zeitreise. Ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen zu komprimieren, um die Zeit wieder rauszuholen. Das ist ja ein interaktives Format, da bin ich gut gefordert gerade. Hier sehen Sie die Entwicklung von 1930, wo ich Sie mit hin zurücknehmen möchte. Das ist so die Zeit, wo viele Bremer Häuser entstanden sind. In den Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1930. Da sehen Sie ein- und zwei Familienhaushalte hier grün dargestellt, in ganz, ganz kleiner Zahl vertreten. Das meiste sind so zwei, drei, vier, fünf und mehr Personenhaushalte. Und wenn wir wieder uns in die Gegenwart begeben, dann ist die Haushaltsverteilung bei 45% der ein- bis zwei Personenhaushalte. Jetzt muss man in unserem Zeitalter der Fake News, nee, halt zurück. ich wusste nicht, dass das Petscher Kutscher ist hier. Jetzt muss man in unserer heutigen Zeit der Fake News genau hingucken. Trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, heißt es so gut. Die Ein-Personen-Haushalte, das sind nicht nur Häuser oder Wohnungen, die von einer Person bewohnt werden, sondern in unserer neuen Wohnform auch, vielleicht die nächste Folie, einen nur weiter bitte, genau. Bekannter Bremer Vertreter, der das Wohnen in der alten WG salonfähig gemacht hat, also auch Wohngemeinschaften. Und ich dachte mir, na gut, das Bremer Haus bietet ja unheimlich viel. Also wir haben gerade eben gesehen, es ist ein großer Teil des Publikums hier, wohnt in Bremer Häusern nach wie vor. Die eignen sich wunderbar durch die gleichmäßig oder gleichgerichteten und gleichmäßigen Verteilung der Wohnräume für andere Wohnformen, wie zum Beispiel für WGs. Und ich meine, der Henning Scherf hat es bekannt gemacht, aber mir ist dann aufgefallen, neulich bei einer Fahrt mit dem Auto, mit den drei Kindern von uns hinten drin, halt Moment, Bremen hat ja eine viel, viel längere Tradition vom gemeinschaftlichen Wohnen, die mir gar nicht so bewusst war. Die älteste bekannte Alten-WG der Welt kommt aus Bremen, vielleicht die nächste Folie. Das sind die hier. Die haben sich zusammengefunden und gemeinsam irgendwie nach einer neuen Form des Miteinanders gesucht. Und das ist mir tatsächlich erst durch meine Kinder selbst aufgefallen. Genau, dann vielleicht einmal vielleicht kurz die nächste Folie. Ich gehe von den Personen, von den Menschen auf das Haus nochmal über. Das ist eine Zeichnung, die an der GHK Kassel 1978 im Gründungsjahr der Baufrösche entstanden ist, das Urhaus. Was zeichnet so ein Haus eigentlich aus? So ein guter Städtebau, was man eigentlich plant. Das Haus hat so ein Gesicht zur Straße mit Vorderseite mit Augen, Mund und Ohren. Die Ohren sind so rechts und links zum Nachbarn. Das ist da, wenn es dann mit dem Schallschutz nicht ganz klappt. Die Hände nach vorne raus, die geben und nehmen. Die Straße ist der öffentliche Raum und nach hinten rein ist es dann so ein bisschen privat. Das heißt, da braucht man einen guten privaten Raum und nach hinten wird es dann wieder ein bisschen öffentlicher. Das ist dann der Subsistenzgarten und so. Das habe ich gesehen, klar, das Bremer Haus ja genauso hier. Und wenn wir versuchen, bei den Baufröschen guten Städtebau zu machen, bitte nächste Folie, dann versuchen wir genau das zu praktizieren. Das ist jetzt hier ein Baugruppenprojekt, eins der ersten von den Baufröschen in Dietzenbach. Auf dem linken Bild sieht man den Straßenraum, Parkzone, Eingangsbereich als halböffentlicher Bereich, wo es dann reingeht. Was Sie hier unten drunter sehen, das ist hier mit Gitter abgetrennt, das ist die tiefer liegende Zufahrt auf der einen Seite von dieser ganzen Reihenhauszeile in die Garagen. Es gibt nicht eine große Tiefgarage, sondern eine Garage pro Haus unten drunter. Auf der Rückseite sehen Sie in der Mitte etwas schwer erkennbar, aber rechts und links diese weißen Wände dort, das ist der private Rückseitenbereich. Und dann mit dem Subsistenzgarten dort. Nächstes Bild bitte. Das Prinzip bei einem anderen Baugruppenprojekt in der Documenta Urbana 1981 realisiert. Vorne rechts haben wir den öffentlichen Straßenraum. Von dort gibt es der Topografie geschuldet im Prinzip eine Abtreppung. Wir haben in dem Bereich hier vorne den großen WG-Gemeinschaftsküchenraum und dann die einzelnen WG-Zimmer da unten drunter. Und dann der Topografie noch weiter geschuldet ist, dass der Garten hier hinten raus das Gründach des Kellers ist. Der Keller ist hier vorne durch einen Gang zu erschließen. Das Ganze ist kostengünstiger Wohnungsbau. Wir mussten also da kein weiteres Kellergeschoss ausheben, sondern sind dem Hang sozusagen gefolgt. Nächstes Bild bitte. Das ist die Situation, wie sie sich jetzt gerade in Kassel in der Documenta Urbana darstellt. Linke Hand der öffentliche Raum und rechts die Terrasse. Immer mit dem Thema, was bei uns im Büro groß diskutiert wird oder gute Nachbarschaft braucht Zäune. Ich habe hier die Möglichkeit, den Zaun zum Nachbarn durch diese durchlaufende Terrassenbelag, den aufzulösen und da einfach rüberzulaufen oder ein paar Blumentöpfe hinzustellen und das sozusagen den Grad der Privatheit dann nach hinten raus selber zu definieren. Nächstes bitte.
weiteres Projekt, das ist vielleicht eine Weiterentwicklung, das, was ich von dem, was ich gerade eben gezeigt habe, auch ein Beitrag zur Documenta damals 1979 in dem Fall. Das ist ein Reihenhaus, wo wir das Treppenhaus nach vorne gezogen haben. Das heißt, das Treppenhaus befindet sich nicht wie hier beim Bremer Haus im Gebäude, sondern vorne vor. Der große Vorteil ist, man kommt hier vorne rein und hat eigentlich zwei Wohneinheiten innerhalb von so einem kleinen Reihenhaus. Zumindest ist das möglich, das so zu nutzen. Nächstes Bild bitte. Das sind die Häuser, wie sie 1979 geplant wurden. Das Treppenhaus wurde gleichzeitig genutzt, um jedem Haus eine Adresse zu geben. Ich muss dazu sagen, das Prinzip ist so gedacht, dass man das so nutzen kann. Tun macht das keiner. Ich hatte neulich gerade mit einem der Bewohner dort mich mal unterhalten und fragte, wie ist denn das eigentlich angekommen und wird das angenommen? Er sagte, nee, eigentlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, bin ich ja eigentlich ganz froh, mal ein bisschen Platz zu haben. Das heißt, die Idee, zwei Wohneinheiten in einem Reihenhaus zu haben, ist zwar umgesetzt, aber wird nicht angenommen. Nächst bitte. Das ging nach hinten raus. Das ist sozusagen dieser private Bereich. Hier gab es damals ein großes Holzgestell. Das konnte sich jeder Hauseigentümer, Häuslebauer selber ausbauen. Bitte weiter. Und das ist eine Interpretation in Berlin, nicht Haveleck, sondern Wasserstadt Spandau. Das Ganze sollte ein urbaner Stadtteil werden. Momentan ist es eine große freie Flur. Der Städtebau ist dort nicht weitergegangen. Das wirkt ein bisschen peinlich, wenn man drei Schritte zurücktritt und sieht, da ist eine große Wiese und da stehen diese doch urbanen gemeinten Häuser der Baufrische. Da waren wir ein bisschen zu schnell, oder der Bauherr in dem Fall. Hier haben wir dieses Thema Topografie mit erhöhter Straße nicht. Wir haben die Garagen oder auch, was bei uns ein großes Thema ist im Büro, Nebenräume, in denen man werkeln kann. Das heißt, da unten kann das kann eine Garage sein, als Garage genutzt werden. Das kann aber genauso gut ein Nebenraum sein, wo man die Briefmarken sortiert, wo man werken kann oder als weiterer Wohnraum nutzbar. Dann gibt es diese große durchgesteckte Belletage, die im Prinzip die zwei Räume des Bremer Hauses, die wir hier zusammengelegt haben, mit Wohnzimmer und Küche und oben drüber die eigentlich kleinen Zimmer. Das Orangenhaus mit, ich glaube, 8 Meter und 30 Breite, das ist nochmal zweigeteilt, also das kann auch von zwei Parteien bewohnt werden. Und Uli Helwig hat es gerade eben erwähnt gehabt, dieses Thema, diese Vielfalt in der Einheit, also der große Rahmen, der das zusammenfasst, das sind verschiedene Formen der Reihenhausstruktur. Aber wenn ich mir das Bremer Haus hier angucke, dann denke ich, naja gut, wir versuchen ja eigentlich nur immer das, was gut funktioniert, nochmal zu kopieren. Nächste Folie. Und das vielleicht noch als letzte Folie, das ist ein aktuelles Wohnprojekt aus Göttingen. Geht um eine Konversion eines ehemaligen Industrieareals. Was ich mit diesem Schlussbild eigentlich nur zeigen will, ist, wie ist das Thema Verbleiben im Quartier, was für Ansätze gibt es da? Ne? War ja gerade eben schon das Thema Geschosswohnungsbau. Also wenn irgendwann der Bewohner eines Hauses hier so alt wird, dass er die Treppen nicht mehr steigen kann, dann sollte man doch Möglichkeiten und Lösungen finden, um die Person im Quartier zu behalten, ihnen Wohnraum dazu geben. Hier in dem Fall ist es nicht über Laubenganguerschließung, über die Ergänzung von Aufzügen für eine gewisse Zeit, nämlich dann, wenn die Menschen alt werden oder gebrechlich werden oder aus körperlichen Einschränkungen nicht mehr können, sondern dann einfach andere Wohntypologien innerhalb des Quartiers zu finden, wo man sowas mit kompensieren kann. Ich glaube, das war es von meiner Seite. Danke. Achso, halt. Ein habe ich noch, Entschuldigung. Und zwar habe ich durch Zufall dieses wunderschöne Buch hier in meinem Regal gefunden, Die Stadt als Lebensraum, Bewahrung, Weiterentwicklung am Beispiel Bremens aus dem Jörn-Heinrich Döll Verlag, den es inzwischen leider nicht mehr gibt. Und beim Durchblättern habe ich diesen einen wunderschönen Satz gefunden, den ich nochmal vorlesen wollte hier. Da geht es auch in einem kurzen Kapitel ums Bremer Haus. Und hier steht: Es ist offenbar geworden, dass eine Wohnform, die das Bremer Haus als Grundlage hat, der bremischen Bevölkerung am ehesten vertraut ist. Daher ist es für die Kontinuität bremischer Architektur dringend geboten, die Forschung auf diesem Gebiet weiterzutreiben. Das Bremer Haus gehört, das hat schon der große Städtebaulehrmeister Josef Stübben 1890 festgestellt, zur großen Familie der europäischen Stadthäuser.
Und diese Terrassenbesonderheit des Bremer Hauses gibt es noch in England bei den Terraces. Die hat nämlich genau das gleiche Thema. Und Terrace hat nichts mit Terrasse, wie wir es heute verstehen, zu tun, sondern damit, dass praktisch auch hier die Straßen aufgeschüttet werden mussten. Dadurch entstanden Terrassen, daher kommt dieser Begriff des englischen Terraces. Und das ist dann sozusagen zeitgleich in Bremen sozusagen entwickelt worden, das Prinzip. Immer haben Unternehmer diese Straßen gebaut und darauf haben sich gewissermaßen diese Häuser gesetzt. Wobei man sagen muss, ganz klug, in England werden die Gehwege sogar noch genutzt als Nebenräume. Ja, also das war, weil das Unternehmer gebaut haben. Das heißt, da waren noch Keller in den Straßen. Nächste bitte. Die Grundrisse dieser europäischen Häuser sind eigentlich, wie Frau Pahles gerade erläutert hat, also hier das Bremer Haus, sind eigentlich auch durchaus ähnlich mit gewissen Variationen. Also in den Grundrissen ist auch nicht so ein ganz großer Unterschied. Das nächste bitte. Die Vor- und Nachteile der Grundrissorganisation sind auch schon angesprochen worden. Natürlich ist es ein gewisser Nachteil, dass das Haus vertikal organisiert ist. Deswegen gab es ja auch im Prinzip, sagen mal, bis zum Zweiten Weltkrieg noch als Alternative, darauf hatte Josef Stübben auch schon übrigens hingewiesen, die großherrschaftlichen Etagenwohnungen. Also wenn Sie zum Beispiel mal Berlin, Kudamm, Wilmersdorf, da haben Sie 10 Zimmerwohnungen auf einer Etage. Und das war gewissermaßen für die Zeit ein Alternativangebot zum städtischen Einfamilienhaus. Das nächste bitte. Es gibt aber aus meiner Sicht einen ganz, ganz zentralen Unterschied zu allen anderen Stadthäusern in Europa, die ich gerade nur so kursorisch gezeigt habe. Und dieser Unterschied liegt in dem Verhältnis des Hauses zur Straße. Weil wenn Sie sich mal das Rheinische Dreifensterhaus anschauen, das hat auch drei Fenster, genau wie das Haus da drüben auch, aber wie sich das gegenüber der Straße verhält und wie sich das Bremer Haus gegenüber der Straße verhält, das ist grundsätzlich unterschiedlich. Das spiegelt sich in der Organisation dieser ganzen Fassadenzonen mit Erkern, mit Verandern, teilweise mit Türmchen, mit Treppenpodesten, mit Treppen. Also sozusagen ein halb öffentlicher Raum, der im Grunde die Straße mit dem Haus verbindet. Das gibt es auch bei den englischen Terraces nicht. Die stehen quasi auch mit dem Fuß am Bürgersteig. Und aus meiner Sicht sind nicht Grundriss und Terrassierung, also Abtreppung, das Besondere, sondern das ist das Besondere. Und das ist auch die Schwierigkeit, das nächste bitte, sozusagen das Bremer Haus neu zu interpretieren. Es gibt ja durchaus in Europa eine ganze Reihe von Projekten, wo das Stadthausthema wieder aufgegriffen wurde und auch mit sehr schönen Beispielen, ich will da gar nicht drauf eingehen, von der Rummelsburger Bucht bis zu den Eastern Docks in London. Und man sieht auch hier, sag ich mal, die Vielfalt in der Einheit, also was ja auch das Bremer Haus auszeichnet, ist ja nicht, dass jedes Haus die gleiche Fassade hat, sondern da gibt es ja durchaus Unterschiede. Das ist hier natürlich in Java Island in Amsterdam auf die Spitze getrieben. Aber was man auch hier sieht, ist, wie wichtig diese Vorzone ist und wie sie sozusagen gestalterisch dieses Chaos mit ganz einfachen Mitteln zusammenbindet. Also auch hier durchaus ein ganz besonderes Verhältnis, auch hier mit den Podesten und den Treppen, was sozusagen eigentlich auch Motive des Bremer Haus, ob jetzt bewusst oder nicht, ist egal, aber wo deutlich wird, dass dieser Stadthaustyp sozusagen von seinem Verhältnis zum öffentlichen Raum dann natürlich noch gesteigert um diese neue künstliche Gracht. Das nächste bitte. Wenn man heute im Internet mal recherchiert, das ist hier Buten und Binnen, 2. Juli 2018, Bauprojekte, hier sollen die Bremer ab 2019 wohnen, da sehen Sie viel Bekanntes, aber nichts Bremisches. Da ist nicht ein einziges Bremer Hausbau. Das nächste bitte. Da stellt sich natürlich die Frage, warum funktioniert das eigentlich nicht? Warum tut sich Bremen mit dem Bremer Haus so schwer? Es gibt ja alle 20 Jahre, wie beim Ungeheuer von Loch Ness, wenn ich mal das blasphemisch sagen darf, ein Revival des Bremer Hauses. Das war 1981 ein Wettbewerb, aus dem ist kein Haus gebaut worden. Im Jahre 2000 gab es auch eine Initiative der Architektenkammer und des
ich glaube, der Grünen Fraktion, das Bremer Haus wieder zu beleben. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Was ist so schwierig? Warum ist das so schwierig? Nächste bitte. Dazu habe ich 5 Thesen. Die erste ist, das neue Bremer Haus braucht neue kreative Impulse im Bereich der Erschließung, der Dichte, der Mobilität und der Fassadengestaltung. Man darf nicht zu eng an diesem Typus kleben. Nächstes Bild bitte. Das heißt, man muss sich überlegen, wie das hier zum Beispiel in Boston eine große Tradition hat, ob man nicht das Haus stapelt, ob man nicht sozusagen aus einem Bremer Haus 2 gestapelte Häuser macht, sozusagen, um dort auch eine bessere Dichte auf das Grundstück zu kriegen, eine größere Attraktivität für Geschäfte und andere Nutzung. Oder wie das hier, jetzt architektonisch nicht sehr anspruchsvoll, aber typologisch, deswegen zeige ich Ihnen das hier im Rieselfeld in Freiburg, wo eben auch diese gestapelten Stadthäuser gebaut wurden. Das nächste bitte. Man muss sich auch überlegen, ob man nicht dieses Thema Aufzüge und wie überwinde ich die Ebenen auch im Alter oder bei Behinderung, ob man nicht mit intelligenten Laubengangtypen, das müssen ja keine 100 Meter Laubengang sein, das kann sowas sein, wie wir das hier im Rahmen der IBA gebaut haben, mit 2, 3 Wohnungen dran, mit einem zentralen Aufzug, wo dann doch individuelle Häuser auch entstehen können, möglicherweise auch gestapelt. Auch hier ein Beispiel aus dem Rieselfeld in Freiburg. Das nächste bitte. Also die erste These ist, ich glaube, man muss dieses Bremer Haus kreativ weiterentwickeln. Man darf nicht zu sehr am historischen Vorbild hängen. Das zweite ist, dass Bremer Haus braucht einen adäquaten öffentlichen Raum, das heißt verkehrsberuhigte, gut nutzbare Straßenräume. Der PKW zerstört Haus und öffentlichen Raum. Das nächste bitte. Auch da gibt es gute Beispiele, beispielsweise hier in Vauban. Das alles sind beruhigte Straßen, Spielstraßen oder hier im französischen Viertel in Tübingen. Das heißt, man muss das historisch so wichtige Verhältnis zwischen Bremer Haus und öffentlichem Raum neu interpretieren und weiterentwickeln. Man kann ja nicht einfach nur eine Straße bauen und Stellplätze. Das nächste, dann sieht es nämlich so aus. Das sind auch alles Stadthäuser hier aus den Docklands in London. Hier sieht man, hier ist noch nicht mal mehr ein Hauseingang erkennbar, sondern hier steht das Auto und dahinter ist der Hauseingang. Bei uns ging das nicht aus feuerpolizeilichen Gründen. Aber ich meine, das sind natürlich keine Verhältnisse von Haus zu öffentlichem Raum. Das ist nur Chaos. Und hier sieht man, hier ist es so ein bisschen bei Java Island, also hat man es versucht, so ein bisschen aufzulockern. Aber in Wahrheit ist es natürlich ein echtes Problem. Das Auto auf dem Grundstück ist eigentlich ein Todesstoß für das Bremer Haus. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Leute wollen natürlich das Auto irgendwo haben, wenn sie eins haben. Das nächste bitte. Der dritte Grund, das neue Bremer Haus muss als Straßenensemble und nicht als Einzelhaus geplant werden. Das nächste Bild bitte. Hier nochmal dieses Bild, Sie sehen, das sieht so alles total individuell geplant aus. In Wahrheit ist das total durchkomponiert. Die Häuser, sie wiederholen sich auch zum Teil in der Fassadenarchitektur. Sie sind aber genau sozusagen orchestriert und sind in diesen ruhigen öffentlichen Raum eingebunden. Und das setzt natürlich eine Orchestrierung, eine Dramaturgie, eine Steuerung, eine Planung eines ganzen Straßenzugs voraus. Wir haben das in der Rummelsburger Bucht jetzt mit Stadthaustypen gemacht, die gleich aussehen, die aber in den Grundrissen total unterschiedlich sind. Das kann man so oder so machen, aber wichtig ist, man muss das neue Bremer Haus als Straßenensemble planen, nicht als Einzelhaus, was dann irgendwie der eine so und der andere so baut. Nächste bitte. Das neue Bremer Haus braucht geeignete immobilienwirtschaftliche Akteure. Ein ganz wichtiger Punkt, weil ein Grund, warum zum Beispiel der Wettbewerb von 81 nicht realisiert wurde, war natürlich, dass die bremische Wohnungswirtschaft aus welchen Gründen auch immer dieses Haus nicht gebaut hat. Vielleicht waren es wirtschaftliche Gründe, ich weiß es nicht, wissen Sie vielleicht besser. Aber man muss eben hier dann im Zweifelsfall, wenn man diese Akteure nicht gewinnen kann, man könnte sie aber gewinnen, zum Beispiel über Konzeptausschreibungen, indem die Stadt Ausschreibungen macht, die genau diesen Typus vorschreibt und nicht maximale Preisforderungen stellt. Ich weiß nicht, ob sie machen das wahrscheinlich auch schon, Konzeptausschreibungen, das machen ja jetzt viele Städte. Aber ich bin sicher, wenn sie eine Konzeptausschreibung Bremer Haus machen, dann wird es auch gebaut werden.
dann wird das vielleicht gewisse Auswirkungen auf den Grundstückspreis haben. Aber wenn Sie das koppeln mit einer vernünftigen Steuerung in der städtebaulichen Ebene, wird es gebaut werden. Und wer natürlich, nächstes bitte, besonders geeignet ist für einen solchen Typ, sind Baugruppen. Das heißt, wir haben schon in den 90er Jahren in Berlin, überhaupt die erste Baugruppe in Berlin, in einer Kampagne gewonnen, Baufrau sucht Bauherrn, und haben denen 10 verschiedene Typen, einer auch von den Baufröschen, da werden wir ja gleich noch von Herrn Brix was von zu hören, angeboten, die dann eben auch gebaut wurden und wo wir genau eine solche Orchestrierung vorgenommen haben. Letzter Punkt. Das neue Bremer Haus braucht mehr Dichte und Urbanität durch städtebauliche Mischung mit Geschoss- und Gewerbebauten. Wenn man den Anspruch hat, urbane Quartiere, gerade weil Bremen ja jetzt auch einige Quartiere neu baut, wenn man den Anspruch hat, die urban zu bauen, genügt es nicht, sie allein mit dem Bremer Haus zu bauen. Ich spreche da, nächstes Bild bitte, aus eigener Erfahrung. Das sind alles neue Stadthaustypen, die wir in der Rummelsburger Bucht gebaut haben. Sie sehen, das sind nicht wenige. Und wir sind hier durchaus bei einer GFZ von 1,2, teilweise 0,8. Das kommt auf die Größe der Blöcke an. Und trotzdem reicht dies nicht für einen urbanen Stadtteil. Das ist ein Wohngebiet. Es ist ein schönes Wohngebiet, keine Frage. Hochwertige Häuser, die Leute leben da gerne, aber sie beschweren sich über fehlende Geschäfte, Wege zu Kindertagesstätten. Das sieht anders aus. Wenn man diese Häuser, haben Sie vorhin schon mal alle gesehen hier, mehr oder weniger, wenn man diese Stadthaustypen mit anderen Haustypen, und zwar mit Geschosswohnungsbau und mit Gewerbebauten mischt, dann sieht es vielleicht nicht so ordentlich aus wie in der Rummelsburger Bucht, aber als Stadt funktioniert es besser, weil man die notwendige Dichte erreicht, ein wirklich lebensfähiges Quartier zu schaffen. Letztes Foto, bitte. Resümee, das Bremer Haus ist geeignet, eine neue urbane Bürgerlichkeit in der Stadt zu fördern und Suburbanisierung entgegenzuwirken. Es löst aber nicht das Problem des preisgünstigen Wohnens, bekanntlich auch eines der großen Probleme in Bremen. Ich habe vorhin in meinem Beitrag kurz darauf hingewiesen. Typologisch bietet das Bremer Haus eine Reihe von Vorteilen, aber man sollte es auch nicht zu dogmatisch handhaben. Es gibt auch Nachteile. Drittens, es ist ein Wert an sich, eine wertvolle lokale Bautradition, und das ist das Bremer Haus ganz ohne Zweifel, intelligent weiterzuentwickeln. Man sollte dabei aber nicht zu dogmatisch sein, sondern die Erfahrung anderer Städte und Regionen, Klammer auf, die erfolgreich moderne Stadthäuser gebaut haben, einbeziehen und weiterentwickeln. Das war mein Beitrag. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Also ich bin der Meinung, dass heute das Bremer Haus, wenn man es baut, in der Form, mit der Dichte, eigentlich mehr Siedlung ist als Stadt. Und das war im 19. Jahrhundert, als das Bremer Haus gebaut wurde, ja auch durchaus teilweise bewusst, indem man dann Hauptverkehrsstraßen gebaut hat, in denen man die Infrastruktureinrichtungen angesiedelt hat. Und ich glaube, man muss aus verschiedenen Gründen, nicht nur aus dem Infrastrukturgrund, auch aus sozialen Gründen, heute das Bremer Haus, ein neues Bremer Haus sozusagen in Quartieren mit gemischtem Wohnungsbau machen. Und man kann ja durchaus auch große Wohnungen bauen. Man darf ja nie vergessen, dass die großen Wohnungen deswegen im Grunde historisch gekappt wurde, diese Entwicklungslinie, sag ich mal, der großen herrschaftlichen Wohnungen, weil das Wohnungseigentum praktisch von 1910 etwa bis 1951 verboten war. Es gab kein Wohnungseigentum. Und damit fiel sozusagen die Chance, über großzügige Geschosswohnungen, was man heute vielleicht als Loftwohnung bezeichnen würde, Eigentum zu bilden, weg. Man wollte bewusst sozusagen in ein Einfamilienhaus, das hat auch ideologische Gründe, sowohl in der fortschrittlichen Moderne wie in den eher nationalgesinnten Kreisen, war man dem Geschosswohnungsbau des 19. Jahrhunderts feindlich gesonnen. Und deswegen hat man im Grunde erst nach dem Krieg überhaupt wieder Wohneigentum zugelassen.
Und Wohneigentum auf der Etage ist auch eine ernsthafte und auch gleichwertige Alternative zum Bremer Haus, will ich mal ganz provokativ hier sagen. Es hat den Nachteil, dass es in Bremen nicht diese lokale Tradition hat, die auch ein Wert an sich ist, das habe ich ja auch gesagt. Aber wenn man über die Weiterentwicklung nachdenkt, glaube ich, muss man über Quartiere nachdenken, in denen man auch andere, sagen wir mal, moderne Wohnformen ermöglicht. Und bekanntermaßen gibt es das Wohnungseigentum ja heute nun auch seit über 50 Jahren. Also insofern nicht so dogmatisch, das ist meine These. Also die drei werden heute interaktiv mit mir zusammen über das Bremer Haus sprechen und mit Ihnen zusammen über die Zukunft des Bremer Hauses sprechen. Und damit wir einmal alle so auf dem gleichen Stand sind, auch wenn Sie es wahrscheinlich alle schon ganz gut kennen, gucken wir einmal, was macht denn das Bremer Haus aus? Das ist auch immer die erste Aufgabe für unsere Studenten, die sollen schauen, was sind die Themen, so nennen es wir des Bremer Hauses. Wir haben hier so Pläne, in die malen wir rein. Sie dürfen uns auch sagen, was wir da reinmalen sollen. Das Erste, was die Studenten finden, ist immer das hier. Das Bremer Haus hat diesen charakteristischen Höhenversprung. Die Straße sitzt ein halbes Geschoss höher als der Garten. Das resultiert historisch, wissen Sie alle daraus, dass das Grundwasser relativ hoch sitzt und man die Straße als Damm aufgeschüttet hat. Das ist gleichzeitig schön und es hat gleichzeitig aber natürlich auch Nachteile. Darüber werden wir sicherlich gleich diskutieren. Doch? Besser? Ja. Ist es an? Ja. Okay. Also der Höhenversprung als ein wichtiges Merkmal. Ein zweites, also natürlich ist es ein Reihenhaus, das ist schon mal klar, das habe ich gar nicht gesagt. Es ist ein sehr schmales und sehr, sehr langes Reihenhaus zum Teil. Das rührt daher, dass es besonders teuer war, diese Dämme aufzuschütten und man versucht hat natürlich, möglichst viele Häuser damals als Investor an eine Straße heranzubekommen. Es gibt Bremer Häuser, die sind deutlich über 10 Meter tief mit noch einem Mittelzimmer, was dann gar kein Licht mehr hat. Aber das normale Bremer Haus zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass es auf einer Etage zwei meistens ziemlich gleichwertige Zimmer hat, die durch eine Verbindungstür miteinander verbunden sind, die man aufschieben kann. Das ist etwas Besonderes und das hat es nicht nur im Erdgeschoss, sondern in allen Geschossen, also eigentlich ein Haus mit fast nur gleichwertigen Zimmern. Abgesehen von diesen jeweils zwei Zimmern gibt es immer noch ein kleines, was Küche dann jetzt mal ist oder Badezimmer vielleicht, wenn es saniert wird. So, dann gibt es eine Dreiachsigkeit der Fassade und eine immer ziemlich genau gleiche Struktur der Fassade. Wenn man allen Schmuck wegnehmen würde, ist es eigentlich so ein ganz gleichmäßiges Bild in allen Straßen. Und das Bremer Haus gibt es, das kann man hier jetzt nicht so zeigen, in ganz verschiedenen Größen, von ganz, ganz klein, nur eingeschossig, bis wirklich herrschaftlich groß, ziemlich breit, ziemlich hoch und ein richtig großes Haus. Das, glaube ich, sind so, korrigieren Sie mich, Martin, wenn ich irgendwas vergessen habe, die wichtigsten Merkmale des Bremer Hauses. Und ich glaube, das wirklich Bremen-Spezifische ist tatsächlich dieser Höhenversprung. Das kenne ich so zumindest aus anderen Städten nicht so viel. Ich würde gerne nach diesem kurzen Input über das Bremer Haus weitergeben an meine Kollegen und zwar als Ersten an Uli Hellwig, der uns ein bisschen Bremer Häuser, nicht Bremer Häuser, Reihenhäuser von woanders zeigen wird sozusagen und 5 Thesen aufstellt. Jetzt glaube ich, haben sich so ein paar Merkmale des Bremer Hauses noch dazu ergeben zu dem, was ich angezeichnet habe. Ich würde da jetzt einfach weiterzeichnen oder wenn Sie wollen, können Sie mich auch ergänzen. Ich glaube, Herr Hellwig hat ganz schön eine Sache herausgearbeitet, dass es sind diese Stufen der Privatheit. Ne? Das gibt hier die Straße und dann gibt es ein bisschen einen Zaun und irgendetwas noch vor dem Haus, so einen kleinen Bereich, in dem verschiedene Dinge passieren können. Da wurde das Bremer Haus eben so extrem gelobt und man muss sich unbedingt damit befassen. Ist das so? Also Bremen besteht ja, wenn man das Luftbild anschaut, aus richtig viel Bremer Haus, ne? So eine ganz spezielle Struktur. Man kann in Bremen 3 Minuten zu Fuß vom Marktplatz entfernt wohnen und hat einen ordentlichen Vorgarten und einen richtigen Garten hinten raus. Ist das die Zukunft? Frage ich mal hier in die Expertenrunde vorne. Muss man so weiterbauen oder hat das auch Nachteile? So. Auch die großen Bremer Villen sind ja so groß, dass sie in Eigentum umgewandelt werden. Also aus den Geschossen werden Eigentumswohnungen gemacht. Und nochmal zur Urbanität des Bremer Hauses. Das Bremer Haus stand auch in einer Siedlungsstruktur, die durchaus urbane Qualität hatte, weil aufgrund der Bremer Staffelbauordnung die Eckhäuser immer ein Geschoss höher waren. Und deswegen war in jedem Eckhaus Gewerbe. Und ich habe noch in einer Straße gewohnt, in einer Bremer Straße, wo in der Tat vorne war der Fischmann, dann an der nächsten Ecke war der Bäcker und an der übernächsten Ecke war der kleine Kolonialbahnladen. Und das war 1980.
Also die gibt es immer. Das ist jetzt nicht mehr so. Das stimmt, aber ich wollte nur sagen, das ist vorhanden. Gerade an den Ecken ist es so, dass da ist kein Gartenraum mehr nach hinten, sondern nur die Ecke wird genutzt und da war Gewerbe mit Sicherheit und gut möglich. Das ist, glaube ich, ganz interessant, auch wenn man vergleicht das Bild, was Sie eben gezeigt haben, Herr Brix, von der Siedlung, die Sie geplant haben, und wenn man das Bremer Luftbild anschaut, dann ist schon Bremen eher eine Blockrandstruktur aus Bremer Häusern und tatsächlich nicht Siedlung, was sicherlich auch fatal wäre, wenn es so innerstädtisch so wäre. Ja, da würde ich auch gerne nochmal zwei Sätze zu sagen. Das kam so ein bisschen schlecht weg, eben fand ich, ne? So dieses Jahr, also Siedlung so weiter, die Siedlung kam so ein bisschen schlecht weg. Ich würde eine kleine nochmal auf Sie antworten und eine Lanze fürs Bremer Haus brechen, auch für den Städtebau. Ich fand das ganz richtig und interessant, was Sie gesagt haben, dass es wichtig ist, du kannst nicht das Bremer Haus einfach sozusagen dich an dem einzelnen Bremer Haus abarbeiten und das versuchen weiter zu entwickeln, sondern du musst es in der Gesamtheit, im Straßenraum sehen. Und da ist nämlich auch die Qualität, denke ich, bei den Quartieren, den Bremer Hausquartieren, die wir hier haben, wo der Städtebau, der Außenraum, der Verlauf der Straßenzüge, die kleinen Platzbildungen, die Aufweitungen, die man dann hat, die da eine unheimliche Qualität reinbringen und die auch von dem, die ich auch jetzt nicht so als Siedlungsbau abtun würde. Und da passt auch das, was Sie gesagt haben, genau da rein. Ne? Ich kenne das auch, diese Quartiere, dass so diese Situationen, wo die Ecken nochmal betont sind und durchaus auch ein Gewerbe haben. Ich glaube schon, dass das, und da denke ich sozusagen, das ist so diese Diskrepanz, diese Vorstellung, die wir haben, alle wohnen gerne in einem Bremer Haus und alle wohnen auch in dieser, ja, nicht Sie gerne in dieser Siedlung, wie Sie sagen, sondern es ist ja schon mehr, wenn ich da an der Mathildenstraße, Besselstraße gucke oder in Findorf oder in der Neustadt oder im vorderen, da in Schwachhausen, auch im weiteren hinten, Scharnaustraße und so weiter. Da wohnen alle gerne und es ist aber keine Siedlung. Es ist keine Siedlung, es ist mehr. Es ist auch mehr als sozusagen, dass die Probleme, die wir haben, wenn wir die neuen Gebiete erschließen, dass ich den Eindruck habe, es fällt zu sehr auseinander. Und wir haben noch keinen richtigen Dreh daran gekriegt, wie kriegen wir eigentlich mal so eine Fläche entwickelt, wo sozusagen mehr auch noch Außenraum und eine äußere Raumbildung entsteht. Auf dem In Hockeriede wird das gerade versucht, am Werdersee. Aber man sieht da schon auch, wie schwierig das ist oder wie mühsam. Aber das wäre so ein Weg, der weiterverfolgt werden soll. Also ich finde es nicht, sehe da die Chance oder auch die Aufgabe eigentlich, sich in dem Gebiet da sozusagen schlau zu machen und das weiter zu bearbeiten. Was muss denn bleiben? Kannst du was markieren, was du sagst, wenn man das jetzt nochmal neu versucht, was muss unbedingt bleiben und was kann anders werden? Das ist gemein jetzt. Ne? Was anders werden muss, ja, ich bin mir da nicht so klar. Eigentlich kann man denkt, das kannst du nicht viel besser machen. Ich kann das weiter, wenn ich das hier sehe. Zimmer, ich kann hier die kann ich zusammenfassen. Hier ist jetzt Zimmer, hier kann ich die Küche machen, hier kann ich oben ein Bad machen. Das sind also die kennen alle. Es ist mühsam, das sozusagen zu erläutern, weil das so naheliegend ist, aber auch irgendwie so gut. Also hier gibt es immer die Möglichkeit, hier sozusagen das Dach, wenn ich sozusagen auf der Straße hin eine Höhe habe oder da auch was halten will, eine Dachform halten will, hier hinten das nochmal hochzuklappen und hier einen großen Raum nochmal zu machen. Ich kann die Räume, ich kann hier dann das sozusagen auch hier rausnehmen, kann dann ein Atelier machen, was die ganze Hausbreite hat und nach hinten rausgeht, ohne vorne die Dachlandschaft wieder an sich zu traktieren. Klar, Barrierefreiheit ist schwierig. Herr Hellwig hat ja schon auch für mehr Dichte und Urbanität plädiert und Beispiele gezeigt, wo es das trotzdem mit so einer Interaktion mit dem Straßenraum gibt. Ich glaube, das ist so ein ganz essentieller Punkt, oder? Ja, also ich will nochmal sagen, ich habe ja in meinem vorhergehenden Vortrag gerade das Bremer Haus, also Steintor und so weiter, als ein Beispiel für Urbanität. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das war historisch ein urbaner Typ.
Meine These ist nur, und das habe ich ja sehr selbstkritisch mit meinem eigenen Projekt Rummelsburger Bucht und den mehreren hundert neuen Stadthäusern, die alle viergeschossig sind. Da sind keine zweigeschossigen Einfamilienhäuser. Das sind alles viergeschossige Häuser, dass heute mit diesem Haustyp allein keine Urbanität mehr herzustellen ist, weil es eben heute auch ganz andere Gewerbeflächen braucht. Es braucht auch ganz andere Dienstleistungsflächen. Es braucht auch eine andere Mantelbevölkerung. Wenn Sie sehen, dass sich alle drei Jahre der Einzugsbereich für eine Apotheke verdoppelt im Moment. Ja? Das heißt also, waren vor fünf Jahren noch, sage ich mal, ich habe jetzt die Zahlen im Kopf, 3.000 Leute notwendig, um eine Apotheke zu ernähren, sind es heute 6.000 Leute. Das heißt, darauf müssen wir auch städtebaulich agieren. Und meine These ist, dass wenn wir neue Quartiere bauen, und Bremen baut neue Quartiere, dann müssen wir einige Nachteile, die heute dieser Haustyp hat, nicht in den bestehenden Quartieren, da würde ich auch sofort einziehen, sondern das, was wir heute bauen, darf dann am Ende nicht so aussehen wie mein großartiges Projekt Rummelsburger Bucht. Das ist eine Form von posthum Selbstkritik, weil ich sage, wir müssten heute dort mehr Geschosswohnungsbau reinbringen, wir müssten mit einer höheren Dichte arbeiten und wir müssten auch mit flexibleren Wohnungsgrundrissen arbeiten, Stichwort Laubenganggangerschließung und Ähnliches, und trotzdem dieses eigentumsfähige Stadthaus. Also nur um dieses Missverständnis, dass ich kritisiere nicht das Historische. Okay, Sie wollen was reinmalen. Gleich geht es auch ins Publikum. Ich habe schon registriert, dass da Meldungen waren. Sie hatten ja aufgehangen, damit wir was reinmalen hier. Ich würde das vielleicht einfach kurz aufgreifen. Also ich denke auch, das Bremer Haus, das, was hier so im Hintergrund angedeutet ist, das ist, finde ich, wichtig. Also dieses Thema Ergänzung, was gibt es dann noch im Quartier zum Thema Urbanität? Oder Bremen ist ja in großen Teilen gebaut und in großen Teilen stehen diese Häuser so. Dieses Thema Umbau oder barrierefreie Erschließung, natürlich gibt es sowas wie Treppen, die dann als Treppenlift sozusagen umgebaut werden können, um vorne all mit dem Rollstuhl reinzukommen oder mit dem Rollator. Es gibt in Frankfurt, da hat man eine etwas andere Situation, da ist das Niveau mehr oder weniger hier, geht da weiter. Da gibt es Projekte, wo dann der Garten entsprechend aufgeschüttet wurde, um von hinten zumindest eine Etage barrierefrei zu erschließen. Aber die Frage, die wir uns tatsächlich im Büro neulich in der Frühstücksrunde mal gestellt haben, für welche Zeit, wie sieht es aus mit diesem Thema Remanenzfaktor? Irgendwann das Haus, das wurde mal von 5, 6 Personen gleichzeitig bewohnt. Irgendwann ziehen die Kinder aus, irgendwann stirbt der Partner weg, man bleibt alleine da. Wir reden über energieeffizientes Bauen, will ich noch kurz reinbringen hier als Thema. Wir haben immer weniger Energiebedarf pro Fläche, das ist das Ziel unseres energieeffizienten Bauens, aber im Gegenzug vergrößert sich unser Flächenbedarf immens, weil nämlich irgendwie irgendwann in so einem Haus nur noch eine Person lebt. Der Letzte stirbt auch, dann kommen wieder ein paar nach, sicherlich, klar, aber da frisst sozusagen das wieder ein Teil dieser Energieersparnis auf, und wir haben uns überlegt, naja, eigentlich ist das doch ein Lebensphasenwohnen, das heißt, man verbringt eine gewisse Zeit dort und dann ist die Frage eher, wie kann man im Quartier bleiben, was gibt es da für Alternativangebote, deswegen finde ich das hier im Hintergrund extrem wichtig. Das ist eigentlich die richtige Dimension sozusagen. Genau. Ich würde einmal kurz, ich glaube, ich habe eine Meldung dort gesehen. Ich finde beim Bremer Haus eigentlich das Störendste in den jetzigen Strukturen, das sind die Autos davor. Die gehören weg. Und wenn man neu plant, dann muss man die Straßen so planen, dass da keine Autos mehr drauf können. Und dann muss man Quartiersgaragen planen. Und wer das nicht macht, glaube ich, da muss man nicht weiter über einzelne Phasen im Bremer Haus reden. Was Sie gesagt haben zur Urbanität, wir diskutieren das am Elner Hof ziemlich stark. Da sollen auch Reihenhäuser noch gebaut werden, aber da kommt auch Geschosswohnungsbau hin und da kommt auch eine Nutzung hin, wo unterschiedliche Nutzer da sind. Also von Behindertenwohngemeinschaften bis zum Studentenwohnheim kommt da kommen Läden hin und da ist eine Schule und ein Theater. Also das wird schon versucht, urban zu machen. Aber was ich auch jetzt so sagen würde, genau was Sie, ich finde auch schon jetzt, dass wir da nicht genug in die Höhe gehen. Und sobald die Autos vielleicht nicht mehr da sind, funktioniert auch besser das hier mit dem Austausch und dem mal vorm Haus sitzen oder so, ne? Und dann gab es, glaube ich, von Ihnen noch eine Wortmeldung. Können Sie ich
wohne in Schwachhausen, einem Stadtteil, der geprägt ist durch das Bremer Haus, in dem aber immer mehr Bremer Häuser verschwinden und ersetzt werden durch große Apartmenthäuser, zum Beispiel in der Straße an der Gethe oder in der Scharnhorststraße. Und ich bin im Bauausschuss des Beirats, sehe also immer diese Projekte, die da entwickelt werden. Und wir sind eigentlich durch alle Parteien hindurch der Meinung, dass die Horizontale, die betont wird durch diese Riesenblöcke, dass die eigentlich keiner, der im Stadtteil wohnt, haben möchte. Wir wollen die Vertikale. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Höhe. Aber das Bremer Haus ist so vielfältig dadurch, dass es diese Vertikale hat. Und ich verstehe immer nicht, wie man nicht modern bauen kann und auch Apartments bauen kann und trotzdem sich am Typus Bremer Haus in der äußeren Struktur anlehnen kann. Das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben. Ich habe immer nur die Erklärung dafür, dass es mit der Kapitalisierung zu tun hat. Also es scheint irgendwie günstiger zu sein. Eine andere Erklärung kann ich so gar nicht. Ich glaube, so ein Geheimnis auch des Bremer Hauses ist natürlich diese Parzellierung, ne? Dass da irgendwie etwas ist, was zwar so eine Einheit hat, aber auch eine Vielfalt in der Einheit, also im Grunde eine gleiche Struktur, die aber ein unterschiedliches Kleid anhat sozusagen, das macht es einem sympathisch, man entdeckt Unterschiedlichkeiten auf den zweiten Blick und das ist bei diesen Häusern natürlich nicht so. Und wir versuchen immer zu erreichen, dass wenigstens diese Riesenblöcke, dass die in sich eine vertikale Struktur ankriegen. Mhm. Ja. Okay. Ja, ich kann das mal hier weiterreichen. Ja, danke. Ich würde auch gerne nochmal auf das Haus an sich, weil ich glaube, auch alle, die wir hier in den Bremer Häusern wohnen, es gibt nur noch sehr, sehr wenige Häuser, die so aussehen wie diese. Weil, das ist nämlich noch gar nicht gesagt worden, dass unglaublich viele Menschen die Häuser innerlich umstrukturieren, umbauen. Da werden Wände eingerissen, da werden die kleinen Zimmer zu den großen dazugeschlagen oder es werden Zimmer geteilt, die Dachgeschosse werden ausgebaut, es werden Dachterrassen gemacht. Und vor allen Dingen nach hinten in die Gartenzonen sind Anbauten und Anbauten und Anbauten. Also das heißt, dieses Bremer Haus in der Typologie, wie es hier jetzt so dargestellt wird, ist gar nicht für viele die optimale Wohnform. Sie verändern das nämlich. Und der zweite Aspekt ist eben die Veränderung, die man machen muss, wenn man die Treppen nicht mehr steigen kann. Das ist jetzt mein Fachgebiet. Also ein Bremer Haus barrierefrei ist natürlich per se sehr schwierig. Wir haben mal an einem Wettbewerb von IKEA teilgenommen als Beratungsstelle und haben eine Laubenganggangerschließung in den hinteren Bereichen uns überlegt. Also quasi so Stege, die dann, wo das Wohnen nicht mehr vertikal ist, sondern tatsächlich auch Bremer Häuser aneinander geschlossen werden können. Also man kauft zwei oder man besitzt zwei und wohnt dann in der waagerechten. Auch das sind Modelle, die man überlegen muss, weil wir reden jetzt hier über Entwicklung, Neubau, aber wir haben hier den Bestand und wir müssen mit diesem Bestand die nächsten 100 Jahre auch noch klarkommen. Und da ist die demografische Entwicklung, da sind Veränderungen, das auch was die Mobilität angeht. Und ich finde, dass das eben auch ein ganz wichtiges Thema ist, dass man sich den Bremer Hausbestand, so wie er da ist, auch in der verschiedenen Größe angucken muss und da auch etwas überlegen muss, wie man das zukunftsfähig gestalten kann. Ja, ich glaube, wir haben hier so zwei Themen. Ne? Einmal das Bremer Haus an sich, dass es hier ganz viel gibt. Wie geht man damit weiter in Zukunft um? Und das Thema, was vielleicht noch weiter in die Zukunft geht, wie lernt man aus dem Bremer Haus? So, das sind, glaube ich, die beiden Themen. Ja, ich würde gerne den Blick nochmal in eine weitere Richtung wenden. Sie haben gesagt, wichtig für die Urbanität ist, dass es da nicht nur gewohnt wird, sondern dass da auch gearbeitet wird und Infrastruktureinrichtungen etc. vorhanden sind. Das ist der Witz an den Bremer Quartieren, dass sie genau das bieten. Und ich würde davon Abstand nehmen, das Bremer Haus als reines Wohnhaus zu betrachten, sondern das Bremer Haus war immer in verschiedenen Ebenen unterschiedlich genutzt. Es gab immer in den verschiedenen Häusern, in den Souterrains oder in den Erdgeschoss oder Obergeschoss, in den unteren Zonen, Läden, das Kleingewerbe, verschiedene Dienstleistungsangebote und wenn man durch die Bremer Hausquartiere läuft, gibt es eine unheimliche Menge an kleinen Betrieben und an kleinen Unternehmen. Das sind natürlich ein, zwei, drei Personen, fünf Personen Unternehmen, kleine Büros, Grafikdesign, Gesundheitsbereich, Beratungsbereich, Architekten, also unsere ganze Branche sitzt zum Teil in diesen Bremer Häusern in irgendwelchen Etagen.
Und die tragen natürlich dazu bei, dass Wohnen und Arbeiten im Quartier möglich ist. Und ich glaube, das ist etwas, was beim Neubau viel mehr betrachtet werden muss, wo auch die, sag ich mal, die Investoren das sehr ungern machen und wo Unternehmen das sehr ungern machen, sozusagen Mischnutzungen in die Gebäude einzubringen, das heißt die Erdgeschosszonen explizit dafür auszurichten, dass sie auch gewerblich genutzt werden können oder für Gastronomie oder für Dienstleistungen und die oberen Etagen weiterhin also als Wohnen. Und dass es auch eine Variabilität darin gibt, weil das Bremer Haus kann als Wohnhaus, als Familienwohnhaus fungieren. Es kann aber auch sein, dass nur oben gewohnt wird. Im Souterrain ist ein Lagerraum oder ist ein Second-Hand-Laden, im Obergeschoss gibt es eine Kneipe etc. Und diese Variabilität macht genau das Bremer Haus aus und macht auch die Qualität dann dieser Quartiere aus. Und das, finde ich, wäre wichtig, in die neuen Quartiere mit zu übertragen und von diesem Blick auf das reine Wohnhaus, von dem Abstand zu nehmen. Das finde ich, glaube ich, ganz essentiell. So, es kann hier Werkstatt oder Laden sein, man sieht es aber zuerst gar nicht. Es kann auch genauso Wohnen sein. Es wird nicht als Leerstand explizit bemerkbar, sozusagen, wenn da sich kein Laden findet. Ne? Das finde ich ganz interessant. Es gab. Oh, Entschuldigung. Ja. Also ich finde das wichtig, weil es ja immer so leichthin gesagt wird, wir brauchen eine höhere Dichte und wir kriegen die Leute nicht unter und deswegen brauchen wir diese neuen Typen, die ja auch nochmal vorgestellt worden sind, die überall gleich aussehen. Und mir ist da schon der Hinweis wichtig, wir haben in Bremen im Viertel, also im Steintor, im Fesenfeld, da haben wir von der Einwohnerdichte pro Quadratmeter, die ist doppelt so hoch wie in der neuen Fahr Süd und dreimal so hoch wie in Teneva. Es ist nicht so, dass ich mit so einem Bautyp nicht Leute unterkriege in der Stadt. So, es gibt viele Einwände, warum das sozusagen von Investorenseite her manches teurer und unangenehmer ist. Aber ich kriege die Leute unter. Das gehört auch dazu, was gesagt wurde. Die sind für urban bürgerliche Familien gebaut worden, aber die werden ja umgenutzt. Also in einem Bremer Haus kann man sehr gut mit mehreren WGs drin wohnen. Es gibt viele Möglichkeiten. Das geht bei den meisten heute gebauten Eigentumswohnungen nicht. Die sind nicht darauf angelegt, sodass die von vornherein programmiert sind. Ich kann eigentlich auch die Dichte da gar nicht durchs Bewohnen erhöhen. Also das ist mir sehr wichtig, man kann immer darüber reden, aber diese Gleichung, so ein Bautyp bringt mir nicht die Dichte, die ich brauche, der stimmt empirisch einfach nicht. Okay, Sie können gleich noch mal einmal zu dem Herrn hinter sich gehen. Ja, hallo. Also ich habe in den 80er Jahren in Bremen studiert, da haben wir uns auch damals mit dem Thema Bremer Haus beschäftigt, also wahrscheinlich jedes Jahr immer wieder. Ich bin der Meinung, dass Bremer Haus funktioniert mit all dem Thema Dichte oder wir hatten eben das Thema Umbaufähigkeit. Ist ja nicht nur, ich muss es umbauen, aber ich kann es umbauen. Was ich vermisse, ist seit 25 Jahren, dass wir mal ein Baugebiet dafür kriegen. Also ich denke, es funktioniert im städtischen Kontext und immer wenn wir Baugebiete haben, egal ob ADAC-Gelände, Holzbergviertel, Stadt Werder oder viele andere Bereiche, kriegen wir nachher eine Bebauung, die erinnert mich eher an Neue Fahr Nord mit Klinkerfassade und diesen Art Gebäuden. Aber wir sind irgendwie nicht in der Lage gewesen, die Stadtplanung mal mitzunehmen, um zu sagen, so, in einem Kontext, wo ich vielleicht ähnliche Bebauung schon habe, wie jetzt mal wegen ADAC-Gebäude, Hulsbergviertel irgendwo, schaffe ich es mal, so ein Gebäude in neu wieder zu erstellen, mit neuen Ideen, die es seit 25 Jahren jedes Jahr wieder neu gibt, mit all den Anforderungen vielleicht an Barrierefreiheit, an urbaner Dichte, das mal zu machen. In so einem Quartier, was auch noch zentral ist, könnte ich wahrscheinlich sagen, ich lasse die Autos mal ein bisschen außen vor. Ich komme mit öffentlichem Nahverkehr, mit Fahrrad, zu Fuß irgendwo hin. So, das Bremer Haus wird nicht funktionieren, wenn ich es hinten in Arsten irgendwo in der letzten Reihe baue. Aber warum gelingt es uns als Bevölkerung, als Architekten nicht, die Stadtplanung mal so weit zu kriegen, dass sie auch mal ein zentrales Areal dafür freigibt? Und das gab es in der Vergangenheit oft genug, die letzten 25 Jahre. Und ich habe immer nur festgestellt, ja, wieder eine Chance vertan. Funktioniert das nicht oder was müsste da passieren? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich bin auch kein Grundstücks- oder Immobilienexperte. Aber ich glaube schon, dass das genau das wichtig ist, nicht? Dass man sozusagen Bauträger freie Grundstücke zur Verfügung stellt, dass man vielleicht über dass man wieder mehr zu dieser Erbpachtregelung zurückkommt. Es gibt ja jetzt in Ansätzen ganz am Elner Hof im Grunde, wie Sie sagten, von Gärtner, dass sozusagen sowas jetzt versucht wird. Und das finde ich, das lässt hoffen. Ich glaube schon. Das glaube ich, das ist schon, ja, ausprobieren. Hm, das. Ja.
Okay, bevor wir gleich zum Schluss kommen, würde ich einmal noch vielleicht auch die provokante Frage stellen. Ich habe meine erste Nacht in Bremen im Viertel verbracht und schaute morgens aus dem Fenster und dachte, ich bin eigentlich auf dem Dorf. Ne? Man sieht so Vorgärten, Leute schieben ihre Fahrräder raus. Ist das Großstadt? Oder braucht es auch noch was anderes? Wer hat es selbstverständlich gesagt? Ja, das ist die Frage, wie Sie das definieren. Ja. Gestaltet werden. Das wurde immer wieder betont. Und ich habe ein Altbremerhaus bewohnt. Und ich fand das auch als Mensch mit Beeinträchtigung sehr gut geeignet. Ich habe mir immer vorgestellt, das Erdgeschoss nutze ich dann selber. Ja? Ich kriege eine Rampe hin zur Straße, das ist kein Problem. Im Erdgeschoss habe ich ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine kleine Küche und eine Dusche. So, mit WC. Ich finde immer, die Sanitärversorgung des Altbremerhauses ist eine ideale Lösung. Sie haben einen Sanitärtrakt, der vom ganzen Obergeschoss bis nach unten geht. Sie haben die Möglichkeit, auf jeder Etage ein Klo einzubauen, was im Alter wichtig ist, wenn Sie im Dachgeschoss wohnen. Ja? Dann brauchen Sie im Dachgeschoss auch ein Klo. Das bietet das Altbremerhaus. Und es bietet mit dem Konzept, das ich mir vorgestellt habe, ich bewohne das Erdgeschoss, der Rest wird vermietet. So. Und wenn ich denn nicht mehr bin, dann ziehen die nach unten und machen das ganze Haus. Und das wiederholt sich dann von Generation zu Generation. Das Bremerhaus lebt lebendig mit den Bewohnern. Es vergrößert sich, ohne sich merklich zu erweitern. Also es vergrößert sich und es verkleinert sich. Gibt es jemanden, der sich in Bremen auch so ein bisschen, richtig bisschen Blockrand und wirklich große Stadt wünscht hier? Also der Maßstab, mir fehlt in Bremen schon auch ein Stockwerk mehr, weil ich bin geboren in Hamburg und habe eigentlich die Hamburger Traufhöhe als urbane städtische Traufhöhe. Gleichwohl glaube ich, dass die Bremerhaus-Tradition, das wurde hier jetzt schon gesagt, weiter fortgeführt würde. Und ich vermisse auch, dass in unserer Stadt es nicht möglich ist, mal einen Bremerhaus-Typ, neuen Typs irgendwo hinzubauen als Straßenzeile, als Blockrandbebauung. Und ich möchte noch eine Ergänzung zu dem, was Edo Lübbing gesagt hat. Ich wohne in der Schönhausenstraße und um die Ecke bei uns ist das Fesenfeld und da sind Baulücken. Und da werden jetzt im Prinzip Häuser entstehen in dieser Baulücke, wo zuerst mal Tiefgaragen gebaut werden, zwei Stockwerke in die Tiefe. Alle Nachbarhäuser sind in Panik, dass es Risse gibt. Es gibt Risse. Also die Frage, das Bremer Haus und wie löse ich das Mobilitätsproblem, ist für mich in diesen alten, gewachsenen Quartieren ein zentrales. Und ich verstehe zum Beispiel nicht, wenn in unserer Straße ein Haus aus den 30er Jahren abgerissen wird und dann auch wieder so ein Quader dahin kommt und acht Stellplätze in einer voll bewohnten, blockrandbebauten Straße, wo alle mit Fahrrad fahren, ist es nicht die Stellplatzverordnung, die völlig bescheuert ist in unserer Stadt, dass man in gewachsenen Stadtgebieten irgendwie den Investor zwingt, 8 Stellplätze vorzuhalten. Also ich glaube, da müsste man auch politisch dran, um das mal zu ändern. Sie haben gerade über Hamburg gesprochen, da gibt es das gar nicht mehr mit den Parkplätzen, ne? Muss man nicht mehr. Bitte? Die bauen es trotzdem. Ja. Aber man muss es nicht mehr gezwungen, ne? Wenn es nicht nötig ist an der Stelle, muss man nicht. Ich glaube, wir sind mit der Zeit fast durch. Wir haben jetzt immer so gehört, hier gibt es Baulücken und da müsste man doch mal was Gutes bauen. Vielleicht können wir ein bisschen etwas mit auf den Weg geben, sozusagen, was lernt man denn aus dem Bremer Haus, wenn man denn hier neu baut? Ich glaube, wir haben ganz viel über das gesprochen hier, dieses Privat und Öffentlich muss sich irgendwie mischen. Man muss Lust haben, vor dem Haus auch mal sitzen zu können, ohne dass einem das Auto über die Füße fährt, ohne dass es dort unwirtlich ist sozusagen. Das ist das, was mir jetzt am meisten so in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, dass eine wichtige Sache, die man vielleicht mitgeben kann, auch diese Flexibilität ist. Das, was Sie gesagt haben, da kann man so von unten nach oben und wieder nach unten wohnen, je nach Lebensphase. Die Zimmer eignen sich, egal für was. Was würden Sie alle noch ergänzen? Was kann man noch? Gibt es noch was, was man mitnehmen kann? Mitnehmen sollte? Na, ich glaube, diese Frage nach Dichte, Urbanität und so weiter. Ich habe früher meine Kindheit in Schwachhausen verbracht, auch in einem Bremer Haus. Das habe ich damals gar nicht so realisiert. Das war ein tolles Wohnen. Also wir hatten eine Adresse, wir hatten urbanes Wohnen. Das war, der Kinderspielplatz war in Fußgängerreichweite, die Schule genauso. Ich habe das im Nachhinein unheimlich genossen und ich denke mir, mein Gott, kann Bremen eigentlich stolz sein, dass es sowas hat wie ein
Bremer Haus. Also ich meine, da steckt ja der Name auch schon noch mit drin. Also das muss man sich nochmal klar machen, wenn man hier durchs Ostertor oder was läuft, durch die kleinen Nebenstraßen, dann denke ich, boah, wie schön ist das eigentlich? Also ich meine, jede Stadt hadert mit den eigenen Dingen. Ich arbeite jetzt in Kassel, ich wohne in Göttingen, arbeite in Kassel. Göttingen fühlt sich ein bisschen kleinbürgerlich mit den kleinen alten Fachwerkhäuschen. Kassel sagt, na, wir wurden ja zerbombt, wir können ja nichts dafür. Und die Bremer sind mit ihrem Bremer Haus irgendwie am Hadern. Also da frage ich mich, kann man da nicht stolz drauf sein, dass es sowas, also mit den ganzen Qualitäten, die wir gerade rausgearbeitet haben, dass es sowas hier gibt. Und wenn es, also dass es erweiterbar ist, umwandelbar, dass es mit den Generationen sich mitentwickeln kann. Wer weiß, was in 100 Jahren da ist. Wer weiß, was in 20 Jahren, wenn wir selbstfahrende PKWs als Standard haben irgendwie und nicht mehr das Automobil Privatbesitz ist, sondern irgendwie wir uns Mobilitätsdienstleistungen von irgendwem erkaufen, das Auto nicht mehr vor der Haustür steht. Also wer weiß, wie das in 10, 20, 30 Jahren ausschauen wird. Wir haben jetzt gerade ein, genau das Thema hier in Frankfurt, ein Wohnhaus für Seniorinnen mit geringem Einkommen in hohem Alter gebaut. Wir mussten nach der Stellplatzsatzung Frankfurt pro 48 Quadratmeter Wohnung einen Stellplatz realisieren. Das heißt, wir haben am Stadtrand, am Innenstadtwall von Frankfurt, ein Wohnhaus mit 28 Wohneinheiten mit 2 Tiefgaragen-Etagen gebaut. Hatten Gott sei Dank nebendran eine Stiftung, wo wir gesagt haben, naja komm, dann machen wir einen Deal draus, wir nutzen eure Tiefgaragenabfahrt, durchbrechen die Tiefgaragenwand, damit wir uns die Abfahrt sparen. Da realisieren wir 28 Stellplätze, 14 davon sozusagen für das eigene Haus, damit man da Mobilitätsdienstleister und sowas auch mit unterbringen kann. Und die anderen 14, die kriegt ihr. Und ich denke, man muss viel mehr in sowas denken. Also nicht mehr mein Haus, sondern über das Haus hinaus ins Quartier. Seien Sie stolz aufs Bremer Haus, sage ich nur. Noch ein Schlusswort von den beiden anderen Teilnehmern oder ist alles gesagt? Alles gesagt. Ich habe auch schon Zeichen gekriegt, die Zeit ist schon mehr als um. Ich danke ganz herzlich den Teilnehmern des Hearings und Ihnen allen, die auch sich so viel beteiligt haben. Man hätte noch viel länger sprechen können. Vielen Dank und viel Spaß beim restlichen Tag und morgen.